Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, sind wir heute wieder in Roblox. Und heute spielen wir mal den Bakery Simulator. Beziehungsweise der Lebensmittelsimulator oder auch der Backsimulator, wie man es auch nehmen will. Und in dem Simulator... der Simulator verfolgt dasselbe System wie der allseits geliebte Waschmaschinen-Simulator auf meinem Kanal. Den habt ihr sowas von gefeiert, Leute. Dankeschön nochmal dafür. Und der hier ist nach demselben System aufgebaut. Und zwar haben wir hier ein Förderband. Da können wir die Sachen einsammeln. Zum Beispiel Eier, Joghurt, Milch, dann Creamer, Käse und irgendwann ist das voll. Und wenn das voll ist, müssen wir das zum Ofen bringen und dann auf Add Integrates gehen. Dann müssen wir uns ein Rezept auswählen. Ich nehme jetzt mal Cookies und dann müssen wir warten. Aber Leute, in der Zeit, wo dieses Cookie-Rezept backt, könnt ihr ja schon mal eine positive Bewertung dalassen. Lasst einfach ein Like unter dem Video da. 4 Likes würde mich auf jeden Fall wieder sehr freuen. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir und auch keine Streams. Apropos, zum Stream muss ich noch was sagen. Und zwar, der 125 Abonnenten Special Stream am Sonntag muss verschoben werden auf nächste oder übernächste Woche. Aber wie gewohnt kommt halt ein Stream am Sonntag, aber halt ein normaler. So, dann, Select Rezept. So, und was muss ich jetzt mit diesem Rezept machen? Wo muss ich das? Select Recipe and wait for it to bake. Okay, jetzt muss ich das wahrscheinlich irgendwo abgeben. Ich würde sagen, wir können ja nochmal erstmal ein neues machen. Und zwar, you need to drop off your da-da-da. Ja, okay. Also, wir gucken mal, wo wir das Businessman... Ah, konnte ich nicht zu Ende lesen. Wo können wir den Schrott denn jetzt abgeben? Add Integrates? Nee, das kostet wieder Robux. Wir gehen nochmal in die Bakery, Leute. Hier, Bake Lesson. Nee, das brauche ich nicht. Baking Lesson. Das kostet doch schon wieder was. Bonus Cookie. Okay, jetzt muss ich das wahrscheinlich... Muss ich das nochmal da rein tun? Nee. Ich muss das jetzt hier verkaufen. Ah, logisch. Ah, ja, das ist sinnvoll. Wir nehmen Flau, Joghurt, Flau und noch was. Keine Ahnung, was Flau ist. Noch nie was davon gehört. Okay, wir packen das mal wieder rein und gucken mal. Im Waschmaschinen-Simulator hieß er Archie. Mal gucken, wie der Shop hier heißt. Weil es gibt auch wieder einen Shop, wo wir uns neue Sachen kaufen können. Und es gibt Pets. Es gibt Pets. Wir gucken zuerst mal bei den Pets vorbei, was es da so für coole Sachen gibt. Ein Schaf, ein Monkey, Hase, Pferd, Schildkröte, Tiger, eine Kuh oder so, eine Eule, Snowtiger. Ja, das sieht doch alles schon ganz gut aus. Aber ich würde sagen, das brauchen wir erstmal noch nicht. Wir gehen erstmal zum Shop, weil ich glaube, da finden sich... bessere Sachen. Den kann ich kaufen für 38. Kapazität 4 Bake Time 28 Sekunden nur. Lass uns mal gucken. Alles klar. Kapazität 30, Bake Time 149 Sekunden. Das ist viel. Okay, das beste Card. Oha. Das ist das Rainbow Card. Ja moin. Kapazität 16, Speed 25.
Das hat auch verschiedenen Speed. Ich glaube, wir nehmen erstmal. Nee, was gibt's denn hier überhaupt? Nee. Das ist noch zu teuer. Das heißt, nee, wir müssen uns noch bis 38, glaube ich. Wir müssen uns noch ein bisschen Geld verdienen. Stop, Nuke. Ah, nee, ja. Robux. Was auch sonst. Robux. Was auch sonst. Robux. Was auch sonst. Okay, ja, hab schon verstanden. Alles für Robux. So, dann haben wir hier so ein Küchlein. Jetzt haben wir 10. Wir nehmen uns wieder neue Zutaten. Wenn wir 2 Öfen hätten, das wäre nice. Wir packen das mal rein. Ja, ja, wir wollen das Cookie-Rezept. Schon klar. So, Teleport to Shop Floors. Oh mein Gott. Yo, was gibt's hier für Floors? Guckt mal. Void Glows. Oha. Krass, Void Glows. Hört sich krass an. Und wir sammeln direkt. Oh. Ich glaube, das war nicht so gut. Nein, das war ganz und gar nicht gut. Ich glaube, ich habe das Spiel gecrashed. Wir haben keine 2 Öfen. Nein, ich habe es doch nicht gecrashed. So, ja, das ist ja praktisch. So, jetzt haben wir 4 Sachen. Die packen wir da in den Ofen wieder. Das soll ein Cookie werden. So, also, das ist auch ein Hype-Spiel wieder. 91% gute Bewertung, Leute. Finde ich gut. Oh, wir haben 3-mal dasselbe gekauft und mal gucken, was das sein soll. Was ist das vom Aldi? Keine Ahnung. Soll keine Produktplatzierung sein, aber sieht aus wie... Oder Lidl. Nee, keine Ahnung, wovon das ist. Kann man nicht erkennen. Haben die gut gemacht. Oh, Level 2. Yes, wir sind Level 2 und wir haben ein Strawberry-Herz. Ah ja. Das packen wir direkt auch rein. Don't forget to buy new... Was? Wir haben 50? Ah ja, also das ist, konnte ich jetzt ja nicht so wissen. 50 schon. Ich würde sagen... Purchase... Nee, da habe ich noch nicht genug. Ey, den Ofen habe ich doch schon. Warum kaufe ich mir den eigentlich nochmal? Das ist doch dumm. Weil den genau denselben... Ach so, ja, dann habe ich 2 Sachen. Ah ja. Ja, das wäre schlauer. Okay, wir müssen erstmal gucken. Nee, das ist nicht derselbe. Das ist der Basic. Der ist noch besser. Okay. Das ist schon fertig. Dann, packen wir hier hin. 5 Dinger gibt das. Dann machen wir jetzt was Neues da rein. So, wir haben 4 von 4 Sachen. Das packen wir hier rein. So, dann kommt das hier. So, wir haben 4 Sachen. Das bringen wir hier rein. Achso, ja, sorry, ich vergesse immer das Cookie-Rezept auszuwählen. Magnetaura, Robux. Okay, wir gucken uns mal die Butzen von den anderen Leuten an. Was ist das hier? Schrottofen, normaler Ofen, besser, noch besser, noch besser, noch besser, am besten, am besten, am besten. Die ist auf jeden Fall sehr krass am Start, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß natürlich nicht so. Okay. Wir taken zuerst das hier. Oh, 5. 5 ganze Euros hat uns das gegeben. 19 hat uns das gegeben. Krass, Mann. Das hat uns 19 gegeben. Jo, ich glaube, wir pfeffern alles in diesen einen Ofen hier rein. So, das Cookie-Rezept auswählen. So. Mann, ich brauche diese Nachrichten nicht. Ich weiß, wie das geht. So, dann nehmen wir das hier, das packen wir in das andere Ding hier rein. So, wir wählen das Cookie-Rezept. Hier ist ein Mülleimer. Ah, hier kann ich Sachen wegschmeißen. Ah ja, gut zu wissen, dass man hier Sachen wegschmeißen kann. Oh, wir sind jetzt schon Level 3 wieder. Ja, das geht ja wirklich schnell. So, das hier ist fertig. Wir nehmen das Produkt.
19 hat uns das schon wieder gegeben. Da packen wir es rein. Was gibt's hier eigentlich? Oh, nee, zurück. Wir brauchen das Cookie-Rezept. Okay, das ist auch fertig. Wir legen das mal hier hin. 5 kostet das. Okay. Gourmet-Delivery. Oh ja, Will droppt Otzeit. Otzeit, genau. Perfektes Deutsch. Was ist das denn hier? Jam? Ja, verstehe. Der hat hier die ganzen Sachen fallen lassen. Oha, das sind besondere Sachen, glaube ich. Krass, Mann. Okay, ich würde sagen, wir gehen zuerst mal zum Shop. Mal sehen, was es da so gibt. Weil ich glaube, für 65 gibt es schon den besseren Ofen. Ja, siehst du, geht doch. Ja, ich habe alt gebeit. Qualitätsbonus. Oh, nein. Ja, bloß nichts für Robux kaufen. Okay, wir gehen zurück. Wir müssen schließlich... Oh, wir sind schon wieder bei 70% von Level 3. Das geht ja ultra schnell immer. Customers arriving. Was heißt das? Kann mir das mal einer übersetzen in die Kommentare? Ja. Nee, ich will nicht zum Shop. Add integrates. Customers arriving. Wer ist das denn? Ah ja, das sind wohl die Customers. Ach so, die nehmen hier davon was. Ach so, Junge, die haben 64 Dingses gegeben. Wir haben jetzt schon 3 und 8. So, der neue Ofen ist gekauft. Zumindest meine ich, dass ich ihn gekauft habe. So, dann... Okay, das ist jetzt auf einmal verschwunden. Sehr nice. Okay. Wir platzieren den hier und nehmen uns direkt mal irgendwas von diesem Regal. Ach so, was für ein Regal von dem Laufband. Joghurt, das und das. Okay, fertig. So. Wie viel passt hier rein? Okay, 4 Sachen. Ja. Okay, wenn es nicht mehr ist, dann ist doch gut. So, wir holen direkt das nächste. Und zwar... So, das packen wir in den besseren Ofen. Also in den, der also schlechter ist als der bessere. Also, ja, ich rede gerade ein bisschen dumm, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, dann packen wir das alles einmal hier rein. Cookie-Rezept reingeballert. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Okay, dann packen wir das mal einmal da rein. Cookie-Rezept. Ich würde sagen, wir nehmen erst das raus. Und, oha, 22 haben wir bekommen. Ja, nice. Und hier bekommen wir 26. Auch sehr, sehr nice. So, wir haben jetzt schon 63 für den nächsten Ofen. Wir müssen ganz viele Produkte sellen, bevor die Customers kommen. Weil die nehmen die ganzen Produkte weg. Das heißt, Sell Products kriegt man dafür... Oh ja, Level 5. Wir können was anderes als das Cookie-Rezept wählen. Ja, nice. Die Customers kommen, Leute. Die kaufen meinen ganzen Laden leer. Jetzt kommen sie. Wartet. Da kommen die Customers in dem Auto. Ah, sie kommen zu mir. Schnell weg hier. Wollen die zu mir? Hallo, wenn sie zu mir wollen, ich kann einfach durch die durchrennen. Wenn sie zu mir wollen, einfach hier hin und... Hallo, sind sie bekloppt? Sie dürfen sich doch nicht einfach was nehmen. Naja, wenigstens haben die bezahlt, also ja. Na, es ist ja, geht schon klar, wenn die bezahlt haben. Jo, was ist das denn? Schnellstes Auto der Welt in der Beschleunigung. So, 100... 125, ja, das passt doch perfekt. So, also das haben wir gepurchased, Qualitätsbonus. Ja, das sollte gut sein. So, der neue Ofen wird geplaced. Wir sollten uns auch dringend mal um den Einkaufswagen kümmern. Den sollten wir nämlich mal verbessern. So langsam. So, my bakery. So, hier ist meine Bäckerei, wie auch immer. So, den placen wir hier. Dann, da kann noch eine Sache rein. Nice.
Buff. Yes, ich kann das Donut-Rezept wählen. Vor allem das Rezept. Was ist, wenn ich das selle? Sell-Produkt. Ey, hallo. Sell-Produkt, ich drücke doch. Ach so. Ja, das kann man nicht sellen. Ja. Flo Bowser lost unterwegs. Neues Video. So. Dann geben wir das in diesen Ofen geben. Wir geben das in diesen Ofen. So, dann Produkte rausnehmen. Schnell weg hier. So, wir nehmen natürlich das allseits beliebte Cookie-Rezept. Uff. Mal gucken, wie viel uns das bringt. Oh mein Gott. 45? Das ist übel viel. Oh mein Gott, damit hätte ich jetzt aber überhaupt nicht gerechnet. Take Produkt. Ah ja, Dark Cookie. 39. Ja moin. Das gibt ja übel viel. Okay. Nutella, Leute. Schreibt mal in die Kommentare. Wenn ihr Nutella esst, esst ihr das mit oder ohne Butter? Ich bin eher der mit Butter-Typ. Ja. Wie esst ihr das? Würde mich auch mal interessieren. Oh ja, das ist schon fertig. Bringen wir dahin. 33, okay. Okay, mein Card ist voll. Habe ich schon bemerkt. So, dann das Cookie-Rezept wählen. Okay, und jetzt heißt es warten, warten und warten. Das heißt, was ist ein Exotik-Bonus? Ah, verstehe, verstehe, okay. 2, 1, es ist fertig. Ein Nigelnagel neuer Cookie Renio. So. Oh, lecker. Lecker. Okay, das hier ist auch gleich fertig. 3, 2, 1, nehmen und wegbringen. Dann, ich würde sagen, wir gehen mal wieder zum Shop. Ja. Apropos, Baking Lesson kostet Robux. Habe ich mal mitbekommen jetzt. So. Auf die schnelle Welle. So, dann Shop. Add Integrates. Ja, ja, wir adden ja schon. 229. Oh, wir können uns davon den grünen kaufen. Der ist sehr gut. Der ist wirklich sehr gut. So, you bought tree. Ja, ich habe einen Tree gekauft. Weißt du, ich habe einen Baum gekauft. So. Oh, wer ist das denn? Oh, Gourmet-Chef. Wow, ein Gourmet-Chef. Alles einsammeln. Los, los, los. Das ist ein Gourmet-Chef. Okay, mein Kart ist voll. Hat sich sehr gelohnt. Junge, wie langsam bin ich denn mit dem Einkaufswagen? Naja. Ja, aha. Sehr langsam auf jeden Fall. So, wir platzieren den da. Okay. 4 Sachen da rein. Dann noch eine Milch. Packen wir auch noch da rein. Oh, Cookie-Rezept, also Donut-Rezept. Dann nehmen wir hier das Ganze. Oh, schon wieder diese Customer. Hey, warum nur 15? Hallo, vorher haben sie mir immer 30 Euro gegeben. Sind sie bescheuert? Ach, hier. Okay, packen wir hier rein. So, dann packen wir da noch eins rein. Sonst lohnt sich das nicht. Oh ja, Donut-Rezept. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Eier raus. So, das Ganze packen wir in den Ofen. Cookie-Rezept. Wie? Oh, Vanilla-Cookie, lecker. Wie viel gibt es? 57? Hatten wir nicht schon mal mehr? Ach, keine Ahnung, Leute. Ich habe kein Kurzzeitgedächtnis, eher Langzeit. So. Gestern habe ich noch was anderes erzählt, aber ja. Donut-Rezept. Ah ja, der ist auch fertig. Okay, 45, ja nice. So, ach so, Leute. Und ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Und Leute, wenn ihr einen Part 2 vom Baking Simulator sehen wollt, lasst jetzt gerne alle mal einen Kommentar da und schreibt Hashtag Part 2 in die Kommentare oder lasst einfach ein Like oder ein Abo da oder macht einfach alles. Das wäre noch am besten. Okidoki, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt aber am Sonntag im Stream wieder.
Bis dahin, ciao, ciao.